So, da sind wir wieder im heimischen Studio. So, bin ich mittig. Pulle trinken gibt's auch. Wir können loslegen. Also, heute geht es darum, um mal wieder eins der Lieblingsthemen auf diesem Kanal, der Vierer-Split. Ich habe immer wieder die Frage bekommen, kann man das denn auch als Anfänger trainieren? Als Anfänger oder als jemand, der gerade wieder reinkommt oder auch als Lauch? All das wurde mal so genannt und definitiv ist die Kurzantwort erstmal ja. Und jetzt werde ich euch sagen, warum auch ein Vierer-Split oder, das kann man auch als gleiche Begründung nehmen, für einen Dreier-Split durchaus machen kann, wenn man nicht sehr weit fortgeschritten ist, was ja viele heutzutage vor allem glauben, dass das ein Split ist nur für die Pros. Das muss man mindestens so aussehen wie Gotti, wenn nicht sogar wie Kevin Gebhardt. Grüße an dieser Stelle gehen an Philipp, der mir das als letztes ziemlich ausführlich geschrieben hat und jetzt wirst du auch mehr dazu erfahren. Zum einen erstmal zu meiner persönlichen Geschichte. Ich habe mit dem Dreier-Split begonnen und das heißt, ich habe bereits schon die Muskelgruppen alle stark separiert und nur einmal die Woche trainiert. Das kommt immer dann mit. Wenn ich von einem Dreier-Split rede, dann rede ich bereits schon davon, dass man nur noch einmal die Woche trainiert, zumindest aber nicht mehr genau zweimal die Woche. In einem Dreier könnte man das theoretisch noch reinhauen, wenn man sich wirklich mit 6 Trainingseinheiten zukloppt, dazwischen keine Pause hat und nur einen Tag am Ende der Woche. Also das ist Hardcore und halte ich auch nicht mehr für besonders gut und gesund. Natürlich, wenn man dann laffe Trainingseinheiten macht, dann geht es auch wieder. Also, aber nicht nach dem Gotti-Style trainiert und den halte ich nun mal auch definitiv für wesentlich förderlicher. Also, wenn ich von einem Dreier-Split oder Vierer-Split rede, dann reden wir auch von einmal die Woche den Muskel nur trainieren. Oder bestenfalls alle 5 bis 6 Tage im Minimum. Ansonsten kann man das natürlich auch hochschrauben. Ich habe anfangs nur mit einem Gewicht von 56 Kilogramm. Ich weiß, nicht besonders männlich klingt das. Mein Hals ging bis zur Hüfte. So habe ich angefangen mit der gleichen Körpergröße und habe dann einen Dreier-Split begonnen. Da wog ich gerade mal 58 Kilo höchstens. Das heißt, ich habe ein bisschen Wasser getankt, ein bisschen Muskelkater gehabt. Und nach 3 Monaten des Trainings, des ersten Trainings, also vom allerersten Mal eine Hantel anfassen, 3 Monate später hat mich jemand endlich aufgeklärt und im Fitnessstudio beiseite genommen, hat gesagt, pass auf, und das war ein ziemlicher Brocken dort, er war auch mal deutscher Meister, hey, was machst du da eigentlich? Ich sehe, du hast viel Ehrgeiz, warum trainierst du hier an allen Maschinen mal? Und der hat mir zum ersten Mal wirklich mich eingeführt ins wirkliche Training. Und seitdem mache ich dann eben einmal die Woche das Training und dann richtig hardcore für die Muskelgruppen und den Dreier-Split. Mein Lieblingssplit in den letzten 20 Jahren ist definitiv aber der Vierer-Split geworden. Heißt, ich kann die harten Einheiten, Rückentraining und Beintraining voneinander trennen. Und das ist der Hauptgrund dafür. Doch weitere Gründe findet ihr in dem Video zum Trainingsplangestaltung für den Vierer-Split. Schaut da mal vorbei, da ist schon eine ganze Menge. Ansonsten findet ihr auf diesem Kanal, stöbert mal selbst nach, so viel zum Thema Splitplan und warum das einfach besser ist, auch nur einmal die Woche zu trainieren. Dazu gibt es schon eine ganze Menge andere Sachen. Warum habe ich die Fortschritte gemacht, auch als Anfänger? Ich habe rasende gute Fortschritte gemacht, auch wenn ich eine wirklich schlechte Genetik dafür habe, aber das hat mir einen Boost gegeben. Nun kommen wir mal zu den Gründen. Zum einen, grundsätzlich Regeneration wird groß geschrieben bei diesen Plänen. Ja, das große Argument der heutigen YouTube-Gesellschaft und der heutigen Trainierenden ist immer wieder, dass man optimal die Proteinsynthese ausnutzt und den Muskel, wenn man ihn zweimal oder sogar öfters stimuliert pro Woche, das Optimum ausnutzt. Was dabei allerdings auf der Kehrseite oft vergessen wird, ist, dass der Muskel am schnellsten regeneriert von eurem gesamten Apparat, der verletzt wird. Heißt, die Sehnen, die Gelenke und auch ja, die Belastung eures zentralen Nervensystems, heißt, euer grundsätzlicher Körperstress, den ihr euch zufügt, der ist nicht mit einberechnet. Also ja, ihr könntet einen Dreier-Split hardcore durchziehen und 6-mal die Woche trainieren und an dem Pausentag vielleicht sagen, gut, dann mache ich nur Bauch und Waden und gehe vielleicht nochmal joggen. Könntet ihr alles machen und mit ein bisschen Willenskraft durchsetzen und vielleicht erholen sich sogar eure Muskeln und gewöhnen sich daran, sodass ihr tatsächlich nach 3 Tagen die Brust wieder trainieren könnt. Aber dennoch wird die Gesamtregeneration darunter leiden. So zum Beispiel leidet sogar die Regeneration darunter, wenn ihr die Brust, euren Lieblingstag, direkt nach einem harten Beintrag trainiert. Warum? Das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Brust und Beine sind doch weit genug voneinander entfernt, oder? Ganz einfach, weil die Beine euren gesamten Körper, wenn ihr sie richtig trainiert, so zerfetzt haben, dass ihr einfach 3 Tage nur pennen könntet und euch darin erholen.
Wenn dann zu diesem Körperstress, den er ausfechten muss, 24 Stunden später nochmal ein Training kommt, ist es schon nicht mehr so effektiv. Probiert es mal aus, checkt es mal aus, checkt mal die anderen Videos dazu aus. Das ist der Hauptgrund, warum auch Anfänger gerade mit einem Split wie den Vierer-Split wahnsinnig gut zurechtkommen. Denn angenommen, ihr überschätzt euch, ihr trainiert zu hart, zu viel Volumen, ihr habt euch noch nicht so eingependelt, dann ist das bei einem Vierer-Split nicht so schlimm, denn ihr habt genug Tage der Regeneration und habt dazwischen dann sogar nicht irgendwie zweimal Rücken, viermal Bizeps insgesamt in der Woche und so weiter. Gleichzeitig habt ihr aber keine katabolen Prozesse. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, denn selbst wenn ihr theoretisch noch besser Muskeln aufbauen könntet, wenn ihr sie zweimal belastet, heißt das aber noch lange nicht, dass ihr Muskeln abbaut, wenn ihr das nicht tut. Das ist ebenfalls ein großer Rechenfehler. Mit anderen Worten, wir sind hier einfach auf Nummer sicher. Bevor ihr zu weit geht und dadurch vielleicht irgendwie ja, in eine Negativkurve kommt, wartet einfach ab und ja, dann seid ihr auf Nummer sicher und seid wieder fresh. Außerdem werdet ihr, und das ist jetzt schon der zweite Grund, mehr Kraft aufbauen. Meistens, wenn man einen Zweier-Split oder sogar ein Ganzkörpertraining verfolgt, dann kann man in den einzelnen Muskelgruppen nicht mehr so viel Fokus draufsetzen und so viel Kraft aufbauen, natürlich wie wenn man lange Pause lässt. Wenn ihr nur einmal die Woche immer montags die Brust trainiert, zum Bankdrücken euch dann schon drauf freut, einen Tag vorher Pause hattet, die Ernährung stimmt, dann werdet ihr in den meisten Fällen einfach mehr Fortschritte machen. Statt wenn ihr an einem Tag wie beim Ganzkörperplan Kniebeugen drin habt, Bankdrücken drin habt, was für den Lat noch drin hat, vielleicht Kreuzheben drin habt. Außerdem, was ich auch schon immer mal genannt habe, ist die Priorisierung. Ihr habt am Anfang vor allem eurer Karriere Muskelgruppen, die stärker ausgeprägt sind und weniger stark. Das passt sich immer weiter an, umso eher ihr auf Symmetrie trainiert. Aber gerade am Anfang, und das ist ein gutes Argument, könnt ihr noch viel mehr darauf eingehen, wie ihr diese trainiert, wenn ihr eben nicht einen Ganzkörper- oder einen Zweier-Split verfolgt, wo ihr nun einmal auch eine Vorgabe habt, eine gewisse. Ja, ihr könnt auch dort Prioritäten einsetzen, dennoch trainiert ihr immer alles an einem Tag. Und das könnt ihr bei einem Vierer-Split wesentlich besser streuen. Jetzt muss ich an dieser Stelle allerdings mal erwähnen, auch ich habe 3 Monate trainiert, bevor ich in den Splitband übergegangen bin. Und ja, auch ich würde empfehlen, wenn ihr ganz blutige Anfänger seid, also Stunde Null, trainiert ruhig vorher den Ganzkörper. Reagiert den Muskelkater ab, macht den ersten Widerstandstraining, probiert die Geräte aus, macht gerne auch einen Zweiersplit danach. Aber nach tatsächlich schon 3 Monaten beginnt zu splitten, beginnt den Dreier- und Vierersplit. Dennoch, ihr könnt auch von Anfang an damit anfangen und es schadet nicht. Ebenfalls ein weiteres Argument, ihr kümmert euch mehr um die einzelnen Muskelpartien. Das heißt, ihr lernt eigentlich wesentlich besser, wie ihr dort ein Gefühl reinbekommt. Wenn ihr nach der Brust nur eine Übung, schon wieder den Rücken und danach schon wieder die Beine machen müsst, dann habt ihr einfach nicht diese Konzentration, das zu machen. Das ist ungefähr wie wenn ihr in der Schule innerhalb von 60 Minuten Erdkunde, Englisch, Deutsch, Geschichte habt. Natürlich, dann habt ihr immer 10 Minuten und das ist ja das Argument derjenigen, die diese Trainingspläne befürworten. Trotzdem addiert man ja dann diese ganzen 10 Minuten, weil man ja übermorgen wieder 10 Minuten Erdkunde, Deutsch und Englisch und sonst was hat und danach wieder. Und ja, dann addiert man sie, aber ihr könnt euch schon vorstellen, man muss so viel switchen und kommt immer wieder raus, statt sich einmal für 60 Minuten hintereinander auf ein Fach zu konzentrieren. Auch das gilt so grob für den Muskel. Ich kann es nur befürworten, wenn ich zum Beispiel tatsächlich, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, mal die Brust trainiere an einem Tag und gehe dann von der ersten Übung und horche auf meinen Körper, wie sie sich anfühlte, in die zweite, horche da auch wieder nach, war die Isolationsübung jetzt besser, muss ich nochmal den schrägen Anteil machen, in die dritte, dann habe ich meinen Fokus wirklich auf diese Brust gesetzt und kann mir auch wesentlich besser das Ganze evaluieren und feststellen, welche Übungen passen besser, welche weniger, statt wenn ich wirklich immer wieder das Zerfetzt nur mache. Ganz besonders natürlich bei komplexeren Muskelgruppen wie Rücken oder Beine. Tut mir unheimlich gut. Und da sind wir auch schon wieder beim nächsten. Spaß. Viele haben einfach richtig Spaß daran, einen reinen Rückentag zu haben und nicht zu wissen, oh Gott, nach Latzug und nach Brust kommt dann jetzt auch noch die Kniebeugen. Da geht vielen die Lust aus. Wenn ihr allerdings zu denen gehört, die richtig Spaß daran haben, den ganzen Körper zu trainieren, macht das, solange ihr Progression habt. Also auch wenn ich sage, jeder, der was auf sich hält und damit meine ich mehr den Ehrgeiz des Sports, damit meine ich nicht, dass ihr persönlich scheiße seid. Jeder, der wirklich weiterkommen möchte, eine gewisse Masse aufbauen möchte und nicht gerade Genetik King ist, der
wird definitiv besser fahren mit einmal die Woche den Muskel nur trainieren und die höheren Splitpläne zu machen, statt einen Ganzkörper. Das macht einfach keiner, der so einen Körper hat. Aber gut, da sind wir wieder bei den alten Videos. Deswegen, der Spaßfaktor ganz wichtig, wenn ihr einfach Lust habt auf einen Brust- und Bizeps-Tag oder mal einen Armtag oder sonst was, dann macht den Vierer-Split. Und der Spaß, gerade am Anfang, wenn, ist auch unheimlich wichtig. Na, ich schau mal nach, was ich dann noch habe. Nah dran an dem Spaß ist die Zeit. Viele von euch haben vielleicht gar nicht so viel Zeit, gerade wenn sie mit dem Training erst beginnen und dem noch nicht so viel Priorität einräumen oder haben dann irgendwie nur gequetscht immer vielleicht eine Stunde, anderthalb im Studio. Und wenn ihr dann drei, vier oder sogar alle Muskelgruppen da reinhauen müsst, hey, dann geht die Zeit verloren. Jetzt kommt noch etwas. Wenn ich fortgeschrittener bin und schon ein bisschen mehr Gewicht bewältigen kann und dann zum Beispiel gerne mal auf Kraftbereich gehen kann, der gerade für Naturalathleten da draußen und auch für die Anfänger sehr wichtig ist, mal bis 6 Wiederholungen runterzugehen, dann muss ich mich gut aufwärmen. Am Brusttag wärme ich mich einmal auf, meine Schultern und die Brust. Und dann trainiere ich durch. Habt ihr aber einen Ganzkörpertrainingsplan oder zumindest drei Muskelgruppen, dann wärmt ihr euch auf für die Brust. Bei mir sind das knapp 25 bis 30 Minuten. Danach trainiere ich die Brust und dann muss ich mich aufwärmen für den Rücken. Und dann trainiere ich den Rücken und dann wärme ich mich auf für was? Die Beine? Das ist ein Riesenumfang. Ihr seid 2-3 Stunden im Fitnessstudio und habt immer das Gefühl, nicht genug getan zu haben, denn eure Muskelgruppen können ja noch. Für mich unbefriedigend, wieder der Spaßfaktor und viel zu viel Zeit, die drauf geht. Bei Brustbizeps bin ich durch in 1 Stunde 15 Minuten, 1 Stunde 20 Minuten und freue mich auf die nächste Einheit. Weiß aber, wenn ich nach Hause gehe, mein Gott, meine Brust fühlt sich wirklich taub und kaputt an. Das ist ein tolles Gefühl. Und da sind wir schon bei dem letzten Punkt, den ich hier erwähnen möchte, ist die Flexibilität. Ihr seid mit einem Vierer-Split wesentlich flexibler. Wenn ihr viele Muskelgruppen an einem Tag habt, dann ist es schwer, wenn ihr zum Beispiel noch in einer Muskelkater habt, wieder am nächsten Tag zu trainieren. Drei sind vielleicht wieder ready, die vierte noch nicht. Was macht man jetzt? Pause, obwohl die außerplanmäßig ist und dann warten die anderen aber zu lange und die zu kurz, das ist schon mal wirklich schwer. Lässt man eine Trainingseinheit ausfallen, ist die allerdings so wichtig bei den Zweiersplits oder bei dem Ganzkörpertraining, weil man eben alle Muskelgruppen drauf geht und weil man eben genau darauf abgezielt hat. Das alles ist bei einem Vierersplit weniger der Fall. Da kann man viel mehr hin und her schieben. Schiebe ich den Rückentag einen Tag nach vorne oder nach hinten, dann blockiert er ja nicht ins nächste Rückentraining. Hey, das ist erst 6 Tage später oder 5 Tage später oder 7 Tage später oder 8. Macht gar nichts. Und wenn es näher dran ist an den Beintrainingstag oder näher dran ist an dem Brusttrainingstag, dann geht das alles. Auf Dauer solltet ihr nicht die alle hintereinander haben, aber ihr seid einfach flexibler, auch mal was einzustreuen. Auch mal zu sagen am Brust-Bizeps-Tag, Bizeps lasse ich heute weg und mach den morgen mit. Geht alles bei Zweier- und Ganzkörper nicht. Denn wenn ihr den Bizeps am nächsten Tag macht, kommt ihr schon völlig durcheinander. Dann habt ihr wieder übermorgen wieder den Bizeps drin beim Ganzkörper, lässt man ihn dann immer raus und so weiter. Ihr kommt in Teufelsküche. All das sind auch Argumente für Anfänger. Es gibt auch gute Argumente, warum man mal einen Zweier- oder Ganzkörperplan macht in den ersten Monaten. Aber wie gesagt, ich empfehle jeden. Nach 3 Monaten, wer es ernst meint mit Bodybuilding und nicht fit sein möchte, einfach nur oder so, definitiv zu splitten. Auch die Frauen da draußen, die fragen immer wieder, was gilt denn für uns? Du hast uns gar nicht erwähnt. Ich erwähne Leute, die Bodybuilding machen. Leute und Leutinnen. Ja. Also ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen, Philipp. Und nun ja, wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch. Habt ihr vielleicht schon vorher gemacht. Nicht wieder abwählen. Abonnieren das Ganze, damit ihr mehr Videos seht. Schaut euch auch mal bei den anderen Videos um auf dem Kanal. Lohnt sich, da ist schon eine ganze Menge dazu da. Und naja, das war's für mich. Bis bald, euer Gotti.